Hallo Yasser, vielen Dank, dass du gekommen bist und dich für dieses Interview zur Verfügung stellst. Gerne. Bitte stell dich doch einmal vor. Ich heiße Yasser. Ich bin aus Syrien nach Deutschland als Flüchtling gekommen. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin seit anderthalb Jahren in Deutschland. Kannst du uns beschreiben, wie die Situation in Syrien war, wie du aufgewachsen bist vor dem Krieg? Vor dem Krieg. Ich bin mit meiner Familie zusammengelebt. Das war eigentlich ganz super. Da bin ich zur Schule oft gegangen, regelmäßig. Da auch mit meinem Vater immer nach der Schule manchmal zusammen was gemacht. Mein Bruder habe ich auch ihm geholfen. Das war auch gut. Wobei hast du ihm geholfen? Das hat er so einen kleinen Laden, Handyladen. Da bin ich immer so oft nach der Schule zu ihm gegangen. Da versuchte ich ihm immer zu helfen, weil der Hilfe brauchte. Wie war die Situation, als der Krieg begann in Syrien? Welche Auswirkungen hatte das für dich und deine Familie? Ja, als der Krieg anfing, das war 2011. Das war ja nicht einfach. Das ist irgendwie leicht. Ja, das war nicht so schlimm, wie es jetzt. Aber am Anfang ist Krieg, ja, das war irgendwie, keiner wusste, dass Krieg wird. Einfach die Leute, Demonstrationen auf der Straße gegangen sind. Und die wollten eigentlich irgendwie keinen Krieg am Anfang. Die wollten nur einfach die Land verbessern, die wollten nur Assad nicht mehr haben, weil das irgendwie Demokratie eigentlich in Syrien war. Das aber ist leider nicht so gewesen. Und dann fangen die Polizei an, die Menschen zu schlagen, und dann die wurden unrecht zum Gefängnis. Viele Menschen unschuldig wurden auch umgebracht. Und dann ist auch langsam ist voll schlimmer geworden. Dann fangen die Menschen sagen, die ist das voll schlimmer geworden, werden die ja hatten die nur Waffen genommen, und dann sagten die, werden wir nicht mehr das akzeptieren, weil das ist voll schlimmer von Polizei gewesen, weil viele Leute ins Gefängnis unschuldig gegangen sind, umgebracht worden unschuldig. Und ist das. Und daraufhin haben sich dann immer mehr Proteste auch entwickelt in der Bevölkerung, richtig? Ja. Okay. Du hast mir selber erzählt, dass du auch damit zu tun hattest, dass du und dein Bruder auch ins Gefängnis gesteckt worden sind. Kannst du Ja. uns erzählen, was genau passiert ist? Ist mein Bruder leider ist vor dem Krieg, ist er zum Militär gegangen, geflüchtet vor dem Krieg. Und dann danach ist im Krieg. Und der wollte irgendwie nicht mehr zum Militär gehen, weil das ist, der möchte das nicht. Der wollte keinen Menschen umbringen. Der wollte nur einfach sein Leben ruhig haben, mit seiner Familie leben, mit seinen Kindern. Ja, danach ist langsamer, der musste irgendwie schießen, über die Menschen, die unschuldig sind. Dann hat er das irgendwie nicht gemacht. Dann ist kaum, ja, hat er irgendwie keinen Grund, ins Gefängnis zu gehen. Aber danach langsamer ist irgendwie sagten die, dass du nicht richtig machtest und dass der ins Gefängnis gegangen. Also ich war oft in Libanon, dann bin ich nach Syrien, meine Familie besuchen wollte. Und da hatte ich auch meinen Vater geholfen, da hatten wir einen Traktor, da sind wir oft so eine Wasser hin und her gebracht. Da wurde ich irgendwie am Autobahn, dann hatte ich, das war ich der Fahrer mit Auto, mit so einer. Ja, und dann es kam die Armee, von der Assad, die wollten eigentlich raus von der unserer Stadt. Das war Autobahn, die fahren. Das war ich eigentlich nicht schuld. Ich wollte nur einfach das war für mich, dass ich wollte nur umdrehen und dann weiterfahren. Dann, die haben mich umgefahren. Dann ist der eine Soldat, der hatte so irgendwie Probleme mit seinen Augen gehabt. Da hatte ich das ich nicht extra gemacht. Dann ist langsamer, dachten die, dass ich extra gemacht habe, damit nicht weitergehen können. Ne? Dann musste ich ins Gefängnis auch gehen, weil die das auch wie gesagt dachten, dass ich das extra gemacht habe, dass ich mit den Touristen oder wie die immer sagen, dass ich mit dem freien Militär zu tun habe. Aber hatte ich das gar nicht zu tun. Ich war eigentlich in Libanon und ich wusste nicht, wie die Situation in Syrien lief. Das war ich in Libanon seit, das hatte ich so, bin ich 5 Monaten, erst 6 Monaten in Libanon geblieben, dann meine Familie besucht habe. Ja, dann bin ich ins Gefängnis gegangen. Das musste ich erst irgendwie mit meinem Vater gehen, weil ich auch minderjährig war. Mein Vater ist der rausgegangen, weil der nichts gesehen hatte in dieser Situation, dieses Unfall, was passiert war. Und dann erst langsamer wurde gesprochen, dass ich
Das habe ich alles gesagt, dass ich nichts gemacht habe, dass es nicht unschuldig war. Das war nicht meine Schuld auch irgendwie. Die haben mich umgefahren. Also es war richtig, wie ich gefahren bin, aber es ist irgendwie umgefahren und das ist so gekommen. Ja, gesprochen, das war auch diese Zeit im Gefängnis, war richtig schlimm. Also ich wurde geschlagen von denen, das war richtig. Die hatten irgendwie kein Herz. Dann ist so 5 Tage später, 6 Tage später, dann sagten die, dass mein Vater das Auto reparieren soll, wegen dem Unfall. Und dass wir irgendwie Geld bezahlen, damit ich rausgehen konnte. Ja, es bin ich so irgendwie 20 bis 30 Tage im Gefängnis geblieben, dann bin ich rausgegangen. Dein Bruder war mit dir im Gefängnis, dein Bruder Nein, war Beifahrer, das nein? war eine andere Situation. Das war in anderer Stadt. Also es war in meiner Hauptstadt, wo ist mein Stadt, wo ich aufgewachsen. Mein Bruder war in der Hauptstadt in Damaskus, als der ins Gefängnis ging. Also Und waren wir nicht. dein Bruder ist ins Gefängnis gegangen, weil er Befehle des Militärs nicht ausgeführt hat. Habe ich das richtig verstanden? Nee, also weil der nur, erst hat er keinen Bock auf Militär, der wollte keinen Menschen umbringen, der wollte nichts machen, der wollte nur einfach sein Leben ruhig haben. Der hat erst sein Gepflicht, also der wollte, also in Syrien die Situation so ist, muss man 3 Jahre ins zum Militär gehen. Hat er seine 3 Jahre fertig gemacht, aber wegen dem Krieg musste er auch weitermachen. Sie wollten ihn nicht gehen Ja, lassen. die wollten ihn nicht gehen lassen. Okay, Dann verstanden. ist der wollte einfach gehen, aber der ist nicht abgehauen. Aber es irgendwie, der wollte nicht schießen, der wollte nur einfach zufrieden bleiben, die 1 Jahr oder 2 Jahre, der bleiben auch musste und dann ist der. Aber haben die irgendwie falsch an dem gedacht, dass der einfach abhauen wollte oder dass der nicht richtig macht, dann musste er ins Gefängnis gehen. Aber er ist aufgrund des Militärs ins Gefängnis gegangen, nicht aufgrund der Polizei. Das waren Nein, verschiedene ja, Geschichten, ne? Militär. Okay. Du hast gesagt, dass du öfter im Libanon warst. Du Ja. bist dann von Syrien in den Libanon geflüchtet. Was war genau der Grund? War das der Krieg, der Ist auch ausgebrochen Krieg ist? irgendwie, als der Krieg angefangen, da ja, ist alles teuer geworden, ist das die Lebensmittel zu kaufen. Ja, dann sagte ich gehe einfach, ich kann auch nach Libanon fahren, arbeiten, meine Familie ein bisschen helfen, mein Bruder und das weiter, so wie gekommen in die Situation, als ich im Gefängnis war. Also, da bin ich auch in Libanon gearbeitet und habe das so gekommen. Okay. Du hast mir erzählt, dass du zwar keinen Kontakt mit dem IS in Syrien hattest, Gar aber nicht. dass dein Cousin unter dem IS gelitten hat. Kannst du was über deinen Cousin berichten? Ja, eigentlich, als der umgebracht wurde von die IS, ich war in Deutschland hier. Ich habe nur einfach Nachrichten gekriegt, dass der gestorben ist. Also unsere Stadt wurde von IS angegriffen, dass die erst die Stadt haben wollten. Und der war nicht auch bei der Freimilitär. Der war unschuldig. Aber irgendwie, der hatte seine einfach Meinung gesagt, dass der die IS nicht haben wollte, dass im Staat. Und viele Leute auch, die wollten, dass die IS nicht da sein. Also der ist nicht der Einzige, der gestorben ist. Viele Menschen, die mehr als 50 sind gestorben. Und die wurden einfach Kopf geschlachtet. Also sie wurden nicht nur einfach so erschossen, die wurden Kopf angeschnitten. Okay. Dann ist der alles, die IS erst reinkommen, die Stadt, sein Haus ist direkt an der Grenze in unserer Stadt, wo die erste IS war. Kamen die rein, die haben ihn getroffen sofort. Dachten die, dass der beim die Freie Militär ist. Weil es ist unsere Stadt beim Freien Militär und das ist auch gekommen, ist der wurde von dem umgebracht. Okay. Du bist nach Libanon geflüchtet. Wie war das Leben in Libanon? Warst du in einem Auffanglager? Wie hast du im Libanon überleben können? Ja, da habe ich mir eine Arbeitsstelle gesucht. Da habe ich gearbeitet im Supermarkt als Delivery. Ja, das Ärgste, ich konnte als Flüchtling da sein. Aber ich durfte nicht arbeiten. Ich sollte nun ein Zelt leben. Und das Leben ist nicht einfach im Zelt. Das ist nur einfach Krankheit kriegt man. Das Essen, was ich gesehen habe, was die Menschen kriegen, das war unhöflich. Das war liebenlos. Also die lieben gar nicht. Die lieben nur einfach, was die kriegen. Die kriegen 2 Mal Essen pro Tag. Und was das Essen, was sie kriegen, das war schlimm. Da sagte ich mir, nein, ich will nicht als Flüchtling in Libanon bleiben. Ich habe mir eine Arbeitsstelle gesucht, da habe ich eine gefunden, obwohl ich minderjährig war. Ich musste schwarz arbeiten. Ja. Um ein halbwegs lebenswertes Leben im Libanon führen zu können, außerhalb des Lagers, richtig? Ja. Dein Plan, den Libanon wieder zu verlassen und nach Europa zu kommen, nach Deutschland zu kommen, was hat dich dazu veranlasst? Was war der Grund dafür? Ja,
Ich bin weg von Libanon gegangen, also nach Deutschland gekommen, weil ich in Libanon nicht zur Schule gehen konnte, mein Ziel nicht aufbauen konnte, also meine Zukunft. Und das ist irgendwie auch die Lieben unsicher geworden, weil ich erst schwarz war und dass ich erst danach kamen immer Probleme, weil ich nicht arbeiten konnte, weil ich schwarz gearbeitet habe, minderjährig war. Und das ist, mein Papieren wurden abgelaufen. Und dass mein Papier abgelaufen wurde, dann musste ich nach Syrien zurückgehen. Und das ist so gekommen, dann sagte ich, ich gehe einfach nach Deutschland. Und dann kann ich auch als Flüchtling da bleiben, das ist lebenssicher. Dann kann ich auch meine Schule suchen. Der Libanon hätte dich also wieder nach Syrien zurückgeschickt in das Bürgerkriegsland, weil deine Sehr möglich war. Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen wäre. Sehr Daraufhin hast möglich du den war. Entschluss gefasst, nach Deutschland zu kommen. Ja. Okay. Schilder doch mal bitte deine Reiseroute vom Libanon bis nach Deutschland. Was ist da alles passiert? Wie war die Reise hier nach Europa? Ja, den Weg erst hat er 20 bis 25 Tage gebraucht. Da musste ich erst nach Türkei, erst dass die Schritte waren, dass ich nach der Türkei fliegen musste. Du bist in die Türkei Ja, geflohen. nach der Türkei, also von Libanon nach Türkei Okay. geflogen. In der Türkei habe ich alles geplant. Also war ich erst alleine, weil ich hatte keine mir den Weg zu zeigen, wie das nach Deutschland gehen sollte. Als ich in der Türkei angekommen würde, dann habe ich viele Leute getroffen, wie die mir den Weg zeigen können, wie ich nach erst dann gefragt, wie es die Schritte weitergeht. Ja, dann ist das in der Türkei bin ich einen Tag geblieben, bis die mir den Weg gezeigt haben, dass ich erst nach Griechenland gehen sollte. Also Wie mit lange dem warst du in der Türkei dann einen insgesamt? Tag. Ein Tag Ja. nur. Okay, Sofort das ist schnell. übernachtet, nächsten Okay. Tag aufgestanden, habe ich den Mann also kennengelernt, der meinte zu mir, dass ich mit dem Boot erst fahren sollte zu einer Insel. Ja, und dann sofort geplant und bin ich losgefahren. War das ein Schleuser, der dich da weitergeleitet hat? War das Eigentlich, jemand, der professionell die Leute? ja, der macht das regelmäßig, Also Michael. hast du auch Geld Das, dafür bezahlen ja. müssen. Willst du sagen, wie viel Geld du bezahlt hast? Ja, ist eigentlich viel Geld bezahlt. Okay, du willst aber keinen Betrag nennen. Nein. Okay, gut, kein Thema. Die Flucht in die Türkei und das Leben in der Türkei brauchen wir da nicht weiter zu erörtern, weil du warst Ja, nur es ist einen nur ein Tag da, was Tag. sehr schnell ist. Dann von der Türkei nach Griechenland. Bitte schilder Ja. uns mal die Reiseroute von der Türkei nach Griechenland. Was ist da genau passiert? Also in der Türkei hatten wir auch irgendwie Schwierigkeit, weil die Leute, die reisen wollen, wir sind auch illegal gehen sollten. Wir sind erst mit so einem Bus gefahren, auch diese Grenze, so eine Strand. Dann werden wir mit dem Boot gefahren zu einer Insel. Was für ein Boot war das? Das Boot. War das ein Schlauchboot oder ein größeres Boot Also Luftboot, also das mit Luft wurde gemacht also und ein das Schlauch, ein größeres ja, Schlauchboot ja war das quasi. Schlauchboot. Wie viele Das war. Personen hätten normalerweise in dieses Schlauchboot reingepasst? Da sollten die nur 40 Personen mitfahren, aber weil das irgendwie dass viele Familien waren, da sollten wir 47 Personen mitfahren. Okay. Und das Boot selber wäre ausgerichtet für wie viele Personen, weißt du das? Wie viele normalerweise in diesem Boot hätten sitzen dürfen? 40, 42 maximal. Doch so groß. Ja. Ein großes Boot, okay. Ja, so. Okay. Die Situation in Griechenland. Du bist in Griechenland dann angekommen. Was ist dann passiert? Was war deine erste Station? Wo bist du hingegangen? Hast du dich registrieren lassen? Erst so Was ist ein, genau passiert? bin ich erst so eine Insel angekommen. Am Insel erst, wir durften kein Auto nehmen, kein Taxi nehmen, weil wir illegal waren, ohne Papier hatten. Wir mussten erst zum Bürgermeister oder zum Rathaus gehen, ein Papier Erlaubnis haben, dass wir weiterreisen möchten. Aber wir mussten erst mehr als 70 Kilometer laufen. Bis wir da waren, hatten wir den Papier gekriegt, dass wir auch weiterreisen möchten. Da hat es auch irgendwie hatte ich Schwierigkeit, weil ich auch minderjährig war. Dann hatten die mich auch nicht weiterreisen lassen, weil ich minderjährig war. Dann habe ich auch so eine Menschen angesprochen, dass die sagen, dass die mit mir sind, dass die verantwortlich für mich sind. Und das hatte das geklappt. Das würden wir also mit einem Schiff von der Insel zum Athen, also zur Hauptstadt, gefahren sind. Okay,
Warst du in Griechenland in einem Auffanglager oder warst du Nein. gar nicht drin? Also Also hast du auch keinen es war nur Vergleich zu einfach Libanon? den Weg. Du bist Das war direkt nicht durchgegangen sofort. quasi, ne? Okay. Von Griechenland nach Deutschland, wie ist das dann weitergegangen? Du hast Ja. deinen Passierschein bekommen, dass du weiterreisen darfst. Was ist dann weiter passiert? Da haben die, als ich Griechenland war, habe ich ein Papier gekriegt, dass ich die 3 Tage raus Griechenland gehen soll. Innerhalb von Weil drei Tagen ich, Griechenland zu verlassen. ja, das Land dann Okay. verlassen musste. Dann bin ich auch weiter nach Mazedonien auch gefahren mit dem Bus. Das war so ein Treffpunkt, wo die Menschen nach Mazedonien gehen. Aber auch extra musste mit dem Zettel sein, das musste ich die Papier haben, dass ich auch reisen darf. Wir sind auch so eine, als Gruppe, wir sind mit dem Bus gefahren zum Mazedonien. Okay. Du bist dann über Mazedonien. Wie ging es dann weiter? In Mazedonien hatten wir auch irgendwie Schwierigkeit, weil die Menschen so aggressiv waren, dass die uns nicht einfach durchlassen. Dann hatten die so gegen die Flüchtlinge irgendwie, das war unhöflich. Wir wurden, also viele Menschen wurden auch geschlagen, die wurden, das war unhöflich, was die gemacht haben, die Menschen. Und als die Busse gekommen sind, uns abzuholen, da viele Menschen, die sind einfach dagegen stehen geblieben. Das wollten die, dass wir nicht mit dem Bus fahren. Da sagten die, ihr müsst zu Fuß gehen, das waren richtig aggressiv. Aber zum Glück, dann kamen die Polizisten, dann langsamer, dann haben die gesagt, nein, müsst ihr jetzt fahren. Da sind wir auch, diese gleiche Papier auch gekriegt haben, dass wir nur 2, 3 Tage hier bleiben dürfen. Dann mussten wir auch das Land verlassen. Auch Mazedonien. Okay. Von Mazedonien ging es dann weiter Nach Serbien. nach Serbien, okay. Serbien auch war die gleiche Situation. Aber es war ein bisschen, die Menschen waren ein bisschen netter. Es auch ging weiter auch. Die gleiche auch Papier. Also egal für jedes Land, das mussten wir die Papier haben, dass wir da sind und das auch reisen möchten. Das auch. Wie lange warst du dann jeweils in Mazedonien und in Serbien? Ja, es ist 2 Tage. Jeweils 2 Tage. Ja, aber von Mazedonien mussten wir erst durch Ungarn gehen. Zu Fuß seid ihr gelaufen. Ja, das hat erst so eine, hatte 4 Tage gebraucht, weil die an der Grenze waren. Wir durften nicht durch, also wir durften nicht nach Ungarn gehen, weil die sagten, jetzt stopp, die Minderjährigen, die durchgehen, müssen die Fingerabdruck und hier bleiben und die Volljährigen sollen zurück. Dann bin ich auch zurück nach Serbien, auch wieder an der Grenze bin ich zurück und dann nach Kroatien gefahren. Okay. Dann in Kroatien auch die gleiche Situation. Wir sind zum Rathaus gegangen, so ein Treffpunkt auch, wo wir den Papier haben sollen, damit wir auch weiterreisen können. Wir sollten auch dort so eine 4, 5 Tage bleiben, weil die Schwierigkeit erst hatten mit den Flüchtlingen. Das auch war irgendwie Probleme. Weil das Land wurde halt nicht bereit, dass die Flüchtlinge kommen. Das erst den Weg erst Serbien, dann direkt Ungarn. Und das ging weiter. Aber weil der Ungarn zu war, dann sofort die Flüchtlinge auf einmal Richtung Kroatien gehen sollten. Dann wir sind so 5 Tage geblieben, bis die alle sortiert haben, bis wir so weiterfahren können. Also 5 Tage in Fünf Kroatien noch. Tage also geblieben, bis wir Okay. weiterfahren können. Wo seid ihr dann hin weitergefahren? In welches Land? Kroatien ging auch Slowenien. Ja. In Slowenien sind wir auch so eine 2 Tage geblieben. Auch so eine Turnhalle. Das war auch okay. Dann mussten wir auch weiter nach Österreich. Nach Österreich. Und von Österreich seid ihr dann später nach Deutschland Ja. eingereist. Okay. Du bist ja nach Deutschland gekommen. Was war deine erste Anlaufstation? Wie wurdest du empfangen? Wie konntest du hier in Deutschland Fuß fassen? Wer hat dir geholfen? Erst bin ich zum Flughafen angekommen. Also wir sind mit dem Zug gefahren hierhin. Am Flughafen angekommen, so eine Halle war. Ich wollte auch erst weiterreisen auch, weil ich erst nicht wusste, wie das in der Land lief. Ich hatte erst keinen Plan, wo ich erst weitergehen. Du warst immer noch 16 Jahre alt, War richtig? ich 16 Jahre alt, ja. Okay. Und da hatte ich auch keine Ahnung davon, wie es weitergeht. Dann viele Leute, die dort waren, dass die nur extra für Flüchtlinge da gewesen, auch helfen, die waren richtig voll nett. Da wurde ich auch angesprochen von vielen Leuten, sagten die, dass hier ich bleiben kann, dass ich 16 bin, dass ich auch weiter zur Schule gehen darf und dass alles auf Flüchtlinge bleiben kann. Da bin ich auch hier geblieben. Okay.
Dein Leben jetzt hier in Deutschland, du gehst zur Schule, Ja. du machst einen Abschluss. Welchen Abschluss möchtest du erreichen? Den Realschulabschluss. Realschulabschluss, Bin ich jetzt okay. dran? Wann wirst du den Abschluss machen? Wie lange wird das noch dauern? Was schätzt du? Ja, noch 3 Monaten, 4 Monaten. Also Dann habe ich relativ das. Ja, schnell, ja. okay, gut. Wie sieht dein Plan aus jetzt hier nach der Schule, nach der Schulausbildung? Wirst du einen Ausbildungsplatz suchen? Hast du schon einen gefunden? Wie sieht das aus? Ja, das ist mein Plan ist, wenn ich meinen Real, also ist jetzt habe ich auch eine Ausbildung gesucht als Kinderpfleger. Kinderpfleger. Kinderpfleger, also Sozialbereich. Und da habe ich schon eine gefunden. Das habe ich den Vertrag unterschrieben. Ist alles gut. Fange ich im August an. Das ist toll, das ist Jo. ganz toll. Du wirst ja hier in Deutschland eine Existenz aufbauen wollen. Du Ja. hast mir gesagt, du wirst wohl nicht mehr nach Syrien zurückkehren, wie es aussieht, sondern du möchtest hier gerne in Deutschland Ja. dein zukünftiges Leben gestalten. Ja. Du wirst im Juni Vater. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das wird deinen Aufenthalt hier in Deutschland wesentlich erleichtern, weil du dadurch nicht mehr abgeschoben wirst. Du wirst also definitiv hier in Deutschland bleiben. Was sind deine Pläne? Deine Familie ist immer noch in Syrien. Ja. Du wirst wahrscheinlich deine Familie versuchen nachzuholen. Ja, das erst mein Plan war, als ich 16 Jahre nach Deutschland gekommen bin, also war ich 16, minderjährig, da hatte ich den Recht, dass meine Familie nachzuholen, weil ich mit, also das Familie zusammen zu treffen. Da habe ich versucht, aber habe ich mein Asyl nicht gekriegt. Also habe ich erst Asyl bestellt, damit die Bescheid kriege. Aber habe ich das leider zu spät bekommen. Das habe ich erst bekommen, als ich 18 war. Und dann habe ich keine Chance mehr, meine Familie nachzuholen. Du meinst auch nicht, eventuell gibt es ja eine Möglichkeit, wenn du dann irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommst. Hast du dich erkundigt, ob es da Möglichkeiten gibt, dass, sag ich mal, wenn du deine Freundin heiraten würdest, du hast dann das Kind hier in Deutschland, würdest dann eventuell nach einer Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, dass du dann deine Familie nachholst, das ist weiterhin, denke ich, noch ein Ziel von dir, richtig? Ja, das auf jeden Fall. Also erst. Okay, jetzt habe ich noch eine generelle Frage zu Deutschland, zu dem Leben hier in Deutschland. Hast du in Deutschland, wie bist du hier aufgenommen worden? Hast du irgendwelchen Rassismus erfahren in der Vergangenheit oder kürzlich? Wie kommst du hier klar? Wie sind die Leute hier in Deutschland zu Eigentlich dir? ist das ganz gut. Ich habe schon viele Leute kennengelernt. Das ist richtig super nett. Ja, und Rassismus nicht viel. Also die sind nur mehrere sind am Hauptbahnhof, als ich einfach durchkam. Da habe ich schon welche getroffen, das schon beleidigt wurden von denen, als dass ich Flüchtling bin, obwohl ich nichts getan habe. Also nur was ich sagen konnte, dass ein Mensch so wie du. Und ich bin nach Deutschland gekommen, nicht weil ich nur Geld haben wollte oder dein Geld klauen, wie die immer sagen, sondern weil mein Land Krieg ist, weil ich nicht leben konnte. Das ist. Verständlich. Abschließend möchte ich noch eins fragen oder deine Ansicht dazu. Unser Publikum ist ja größtenteils amerikanisch. Hast du irgendwas an Amerika mitzuteilen? Weil Amerika ist ja auch mit in die Syrien-Problematik involviert. Möchtest du irgendwas unseren amerikanischen Zusehern mitteilen? Was ich sehr schade finde, dass die Leute, die aus Syrien kommen, dass die nicht nach also Amerika gehen als Flüchtling. Das war richtig unhöflich. Ja. Also das konnten die mindestens, sagten die Einzahl, dass wir als Flüchtling so nehmen können. Das hatte auch geholfen irgendwie. Das wäre gut geklappt. Das ist Natürlich. eigentlich das kein kleines Land und jeder weiß, wie Amerika ist. Ja. Amerika ist ein Einwanderungsland und gegen Ende der Amtsperiode von Barack Obama hat er selber gesagt, er würde 15.000 syrische Flüchtlinge ins Land holen. Ja. Das ist leider nie passiert. Also die Amerika schaltet sich komplett aus der Flüchtlingsproblematik aus. Unter Trump ist die Situation sogar noch verschärft. Er möchte hier gar keine Flüchtlinge mehr ins Land lassen, egal woher. Leider. Daher kann ich deine Meinung nachvollziehen. Da hat auch meiner Meinung nach Amerika versagt. Und ja, sehr schade, weil Amerika lernt einige, denke ich mal, sehr nette Leute, die vor allen Dingen zielstrebig sind, die was erreichen wollen im Leben. Diese Situation hat sich Amerika meines Erachtens irgendwo verbaut. Ja. Und abschließend möchte ich mich nochmal bei dir bedanken für das Interview. Sehr Wünsche dir gerne. natürlich alles Gute und ich bin sicher, dass du es hier in Deutschland schaffen wirst, weil du Okay. hast den Power, du hast den Elan und du hast den Integrationswillen und das finde ich einfach toll. Klasse. Danke Danke. dir, Jasser, für das Sehr Interview. gerne. Jasser, angenommen, du hättest
du würdest keine Aufenthaltsgenehmigung dauerhaft in Deutschland bekommen. Was würdest du tun? Ja, das wäre richtig sehr schade. Wenn ich auch nach Syrien gehen sollte, dass er in Syrien, ich muss erst zum Militär gehen. Das wäre das auch, ja, kann ich auch mein Ziel nicht wieder, das ist meine Zukunft aufbauen. Da sollte ich auch erst zum Militär gehen, weil ich auch 18 bin. Das ist eigentlich jeder gepflichtet, wenn der 18 ist, dann sollte er erst zum Militär gehen. Wäre das überhaupt noch möglich, da du ja als Flüchtling hier in Deutschland bist und wenn du rein theoretisch, wenn du wieder nach Syrien zurück müsstest, würdest du überhaupt eine Chance haben, in Syrien überleben zu können, geschweige denn Militärdienst, das Militär wird wissen, dass du aus dem Land geflüchtet bist. Ja. Das wäre ja mit Sicherheit nicht zu deinem Vorteil. Es könnte sehr möglich, dass es auch wieder ins Gefängnis gehen soll. Das sind keine wirklich guten Perspektiven. Umso schöner ist es, dass ich denke mal, dass du 99,9% sicher ist, dass du hier bleiben kannst. Das mein Wunsch Das glaube ich. wäre. Das können wir noch irgendwie dazwischen, ne? Ja, das Okay. ist das ja geschnitten Ja, irgendwie, das okay. heißt. Ja. Okay, von meiner Seite, habt ihr noch irgendwelche Fragen irgendwie, was euch anfällt? Okay. Toll. Super. Ne? Du hast mir erzählt, dass du auch andere Flüchtlinge natürlich hier in Deutschland kennengelernt hast. Ja. Wie ist die Situation der anderen Flüchtlinge oder welche Perspektiven haben die anderen Flüchtlinge? Sind die so ähnlich ausgerichtet wie du, dass sie sagen wollen, wir werden in Deutschland bleiben, wir wollen uns eine Existenz aufbauen und werden auch alles dafür tun, dass wir hier in Deutschland vernünftige Staatsbürger, gute Staatsbürger werden? Ja, es ist leider, ich habe viele Flüchtlinge hier in Deutschland kennengelernt habe und das meistens die aus Afghanistan kommen. Dass die auch der Wunsch war von denen, dass die in Deutschland bleiben dürfen. Aber dann hat ihnen dann irgendwie leider nicht geklappt, weil es jetzt irgendwie, dass die alle, die aus Afghanistan kommen, dass die zurückgehen sollen. Also die sagen, dass die in Heimatland, in Afghanistan, dass alles gut ist. Aber lief gar nicht gut. Dann sagten die, weil die irgendwie keine Kamera haben, dass zu beweisen, dass Krieg da ist. Und dass die viele so eine Gruppe, die toten Menschen und das irgendwie auch, die haben kein, das Leben ist unsicher. Das wollen ja auch hier viele bleiben, also viele Leute, die wollen hier bleiben, aber dürfen die nicht, weil die nur aus Afghanistan kommen. Obwohl die hier nur einfach zur Schule gehen wollen, dass die nur Zukunft aufbauen, dass die eine schöne Zukunft haben werden, dass die sichere Leben haben. Verstehe ich. Das waren jetzt Afghanen, die hast du jetzt angesprochen. Wie ist das bei den anderen syrischen Flüchtlingen, die du kennengelernt hast aus deinem Land? Es ist eigentlich die Sohn. Die wurden nicht abgeschoben sofort, weil es in der Land Krieg ist. Aber es viele so, die haben es auch die gleiche bekommen, dass der Schutzstatus wurde zuerkannt. Aber der Asylantrag wurde abgelehnt. Und das hieß, dass wenn der alles gut in Syrien wieder wird, also ist alles gut in Ordnung, ist Krieg vorbei. Aber es keiner weiß, wann das wird. Dann müssen die auch irgendwie zurückgehen. Und das auch finde ich sehr schade, weil die jetzt erst zur Schule gehen müssen. Das gehen die zur Schule und die machen das sehr gerne. Und dann wollen die nur Ausbildung haben. Und dann die Zeit, was die verbracht haben, dass die hier in Deutschland, die 5 Jahre sind, dass die zur Schule erst gehen möchten, dass die arbeiten, dass die versuchen, alles zu machen, die Führerschein, dass die alles vorbereiten, damit die alles in Zukunft gut wird. Und dann ist auf einmal wäre in 5 Jahren, wenn sagen die, alles gut in Syrien wird, dann musst du zurückgehen. Dann verlieren die alles eigentlich, weil die in Syrien sowieso alles verloren hatten. Also das, als die Häuser haben, das ist alles kaputt geworden, die Schule wurden nicht weitergesucht. Das haben die nur einfach die 5 Jahre, die in Deutschland hier sind, dann haben die alles aufgebaut und auf einmal werden die sagen, jetzt yes, müsst ihr aber zurück. Um es anders zu sagen, es wäre, sage ich mal, für die Flüchtlinge wäre es hilfreicher zu wissen, wie der Status dauerhaft aussieht, um sich wirklich gezielt ein Leben aufbauen zu können, dass diese Unsicherheit weg ist. Ist das richtig? Ja. Warst du hier mal in einem Flüchtlingsheim, musstest du in einem Flüchtlingsheim leben in der ersten Ja, Zeit in doch, Deutschland? 2 Monaten. Okay. Wie war das? Wie war das, die 2 Monate im Flüchtlingsheim? Das war schlimm. Ein Zelt leben sollte? In Deutschland im Zelt? Ja. Du hast in Deutschland in einem Zelt gelebt? Ja. Okay. 2 Monate auch. Das ist 1 Monat, 1,5 Monate. Okay. Und wie war die Situation in Deutschland? Wie war die Versorgung? Habt ihr genug Duschen gehabt, WCs Da und hatten wir so? alles genug gehabt. Das Das Essen war es war alles gut, genug, ja? Sicherheit, das alles super. Da hatten wir Security, das alles super war. Das Okay. irgendwie Zelt und das waren die viele Flüchtlinge, die aus Afghanistan kommen, die aus Syrien kommen. Und das ist leider, die Menschen sind unterschiedlich. Also viele, die aus Syrien kommen, die konnten
nicht gut mit den Afghanern unterhalten. Dann hatten die nur Probleme gekriegt. Da, weil die nur im Zelt waren, ne? Und das war laut, das war leise, das wollte Musik hören, das wollte nur bieten, das wollte nicht bieten, das wollte das machen, das wollte das machen. Das hatten die Leute nicht in eine Entscheidung getroffen. Das gab es richtig viele Probleme. Also gab es auch ernsthafte Konflikte, dass es da zu Gewalt ausgeartet ist in den Flüchtlingslager, oder wurde das alles dann, konnte man das durch Sprechen regeln? Ja, es eigentlich kommt immer so eine Betreuer und Betreuerin, dann kommen die immer dazwischen, dann haben die alles beruhigt. Und es ist auch manchmal mit Betreuer werden Probleme, weil die Menschen, also die haben 30 Tage auf dem Weg gebraucht, bis die hingekommen sind. Dann sind auf einmal in ein Zelt, dann ist das auch irgendwie unruhig. Also die sind aggressiv gewesen, die wollen nur einfach Ruhe haben, weil die Angst haben. Die sagen jetzt, ich werde das schwierig, dass ich einen Wohnen kriege, das ist... Die haben Angst, dass die keinen Wohnen kriegen, dass die nicht zur Schule gehen. Also die 2 Monate erst, als ich nach Deutschland gekommen bin, als die 2 Monate im Zelt gelebt habe. Das war so eine Turnhalle und auch mehrere Zelte und jede 2 Leute sind in ein Zelt gekommen. Das war erst, hatte ich keine Schule gehabt, da hatte ich keinen Mensch kennengelernt, habe ich nichts gemacht, eigentlich nur im Zelt gelebt. Da durfte ich rausgehen, das ist ganz klar. Aber wenn ich rausging, was sollte ich machen? Das konnte die Sprache gar nicht. Das hatte ich auch keinen Bezugsbetreuer, mich zu betreuen. Das sagte, ja, ich gehe jetzt mit dir, zeige ich dir, wie es läuft. Das kam erst später? Das kam erst später, als ich zu einer Wohngruppe kam. Okay. Wie war die Wohngruppe? Super gut. Ja? Das haben wir alles so eine kleine Familie gelebt. Schön. Und du hast auch heute noch Kontakt zur Wohngruppe? Ja, gehe ich fast jeden Tag. Schön, okay. Gut. Von mir aus wäre es das. Tolles Interview, also ich bin echt begeistert und ich denke mal, das wird ganz gut ankommen. Uwe, was meinst du? Ne? Ja, also ne? Hast du noch irgendwas, was du irgendwie noch, was ich vergessen habe, was du meinst, vielleicht noch erwähnen sollte? Alles Gute hier in Deutschland, viel Erfolg und vielen herzlichen Dank für das Interview, das war ganz toll gemacht von dir. Und wir bleiben in Kontakt und ich werde dich informieren, wenn wir das live bei Wake with John and Marcus zeigen. Und ich hoffe, dass du dabei bist.